Hi, Brian. Hey, du hast unser Date doch nicht vergessen, oder? Natürlich nicht. Aber nachdem so ein schöner Abend ist, dachte ich, wir laufen erstmal und gehen dann essen. Nein, das würde ich gerne, aber ich bin schon gelaufen. Ich habe heute schon jede Menge Meter gemacht. Ach, sei nicht so ein Waschlappen. So verdienst du dir deinen Nachtisch. Oh ja, Sprechrolle oder was im Hintergrund wäre beides gut. Ich bin ein Meister der beiläufigen Gags. Oh, das wollte ich doch überhaupt nicht machen. Jetzt ist überall Flüssigkeit. Das ist Comedy. Bist du jetzt übergeschnappt? Das war nicht witzig. Oh, interessanter Kommentar, Lois. Ich frage mich, ob hier am Tisch jemand etwas kompetenter als du beurteilen kann, was witzig ist und was nicht. Tja, wir müssten noch etwas mehr sehen, aber... was? Ist es schon so spät? Nicht zu glauben, dass es schon so spät ist. Also, was wollt ihr jetzt machen? Ich weiß was. Lasst uns Fingerbumm spielen. Bum, bum. Ich werde dich voll umlegen, Chris. Nicht, wenn ich dich vorher umlege, Dad. Bum, bum. Ich werde euch beide umlegen. Und zwar gleichzeitig. Bum, bum. Ich mach auch mit. Bum. Niemand will von dir Finger gebumst werden, Meg. Geh nach oben und mach das bei dir selbst. Ich glaube, mir wird schlecht. Wenn sie mit Coach nicht wieder auf Sendung gehen, werde ich unheimlich wütend. Das gewandte Auftreten von Craig T. Nelson wird mir sehr fehlen. Gezeichnet Peter Griffin. Peter, komm, hilf mir mit den Einkaufssachen. Sofort, Schatz. Wenn sie mit Coach nicht wieder auf Sendung gehen, töte ich Craig T. Nelson. Craig T. Nelson. Sind Sie Peter Griffin? Ja. Machen Sie es schnell. Ich hoffe sehr, dass Sie ihn finden, sonst sind wir alle gel... Nun denn, die Wahrheit ist also ans Licht gekommen, was? Stewie, seit wann bist du denn so krankhaft und bösartig? Ach was, jetzt interessierst du dich also für Stewie. Als ich letzte Woche das Macaroni-Bild von der Eule gemacht habe, war ich dir scheißegal. Das war eine Eule? Ja, und jetzt werden wir es uns noch einmal ansehen. Los, siehst dir an, gefällt es dir? Ja. Na schön, Leute, Zeit unserer Nielsen-Pflicht nachzugehen. Was wollen wir uns ansehen? Mopse! Project Runway! Worldwide. Die schwarze Version unserer Show! Wisst ihr, das ist eine tolle Gelegenheit, Qualitätsfernsehen zu unterstützen. Warum sehen wir uns nicht PBS an? Ja, du bist immer ganz heiß auf PBS. Du hast vor 5 Monaten einmal für die gespendet und eine Tasse bekommen. Jetzt ist die Tasse so alt, dass das P verblichen ist und nur noch BS draufsteht. Wegen liberaler Affenköpfe wie dir ist dieses Land so im Eimer. Ich bin wieder aus dem Weltraum zurück, Leute. Da kannst du von Glück reden. Und wie war's, Dad? Oh, atemberaubend. Chris, mit 5 Meilen pro Sekunde um die Erde zu kreisen und den Sonnenaufgang über dem japanischen Meer zu sehen, ist einfach unbeschreiblich. Und ich hatte viel Zeit, mir einen abzuschütteln, was im Weltraum echt Spaß macht. Aber mit der Zeit kommst du dir vor wie in der Schneekugel. Wie wäre es, wenn du dein Benzin nicht für irgendwelche Albernheiten verschwendest, sondern es sinnvoll einsetzen würdest? Verlasst mein Land oder ich verprügel euch mit meinen mächtigen Ästen. Was soll der Quatsch? Her mit dem Ast. Au, runter von mir. Ja, du Verdammte. Du meine Güte, hört auf, euch zu schlagen. Hä? Ich werd verrückt. Das gibt's doch nicht. Selbstverständlich, Mr. Tucker. Schön, ihr beide werdet bestimmt sehr viel Spaß haben. Lächel nicht noch süßer, Diane, sonst kriegen wir alle Diabetes. Ach, leck mich, Tom. Kommt, Kinder. Und hier produzieren wir im Studio unsere Interviews mit Prominenten. Ich habe eben eins mit Dustin Hoffman geführt. Er ist so gut wie kaum zu kriegen. Doch ich hab's geschafft. Dustin, es ist eine Weile her, dass ich Ihnen gesagt habe, wie gut Sie aussehen. Wollen Sie mich etwa verführen? Wie kommen Sie denn darauf, Dustin Hoffman? Aber Sie sind... Oh, da hast du mitgespielt? Aber ja. Wollen wir zu mir nach Hause gehen? Dann zeige ich's dir. Das fände ich spannend. Wir dürfen nicht zu laut sein. Es schlafen alle. Setz dich. Okay, das hier ist meine Szene. Das ergibt doch keinen Sinn. Eindringlinge! Stewie, bist du da drin? Glaubst du, er ist da? Oh Gott, es sind Cleveland und Bob Hope. Naja, jetzt ist es schon passiert. Ich muss sie rausschaffen. Oder ich kette sie im Keller an und lass 24 Stunden lang den DirecTV-Hilfekanal laufen. Baseball ist der Sport, während dem man essen kann, oder? Ja, manchmal gucke ich eine ganze Folge Blacklist dabei. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie Baseball gespielt. Chris, du musst das machen. Du wirst es bereuen, wenn du nicht hingehst. So wie Evan, der Freund von Jesus, der das Abendmahl geschwänzt hat. Oh, die haben Gemälde gemalt? Wenn ich gewusst hätte, dass die das machen, wäre ich hingegangen. So, passt. Das ist ein Van Gogh-Druck. Ist der nicht wunderschön? Ja, ich habe mir oft vorgestellt, wie das Haus wirken würde mit etwas mehr Kultur. Der Portwein ist gut. Ja, sehr gut. In der Tat. Ausgezeichnet. Welcher Jahrgang? 51. Absolut in der Tat. Ja. Was machst du da? Ich glaube, ich habe mich selbst entzündet. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Ich habe dieses Leben ohnehin so. Dann ist es ja nicht schlimm. Ja, in der Tat. Regnet es etwa schon wieder? Na schön, Apartment Nummer 2. Ich werde das Schloss knacken. Was heißt das? Das heißt, benutzen wir die Augen, um zu sehen.
Oh Mann, die haben hier Knusperflocken. Seine Mom muss ja so cool sein. Wahnsinn, und das ist eine Müllpresse. Hallo Leute, begrüßt alle meinen tollen, mir vom Staat zugeteilten Sozialarbeiter Vern. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Hey Peter, da hast du ja wirklich eine spitzenmäßige Superfamilie. Schlag ein! Oh ja! Sagen Sie, Vern, darf ich fragen, was genau Sie eigentlich tun? Ich bin hier, um meinem großen Freund Peter zur Seite zu stehen. Richtig, Peter? Richtig. Schlag ein! Oh ja! Fertig! Lois, Lois, sperr die Tür ab. Wieso? Das ist die Frau, die immer nur ein Stück probiert und dann flüstert, wie schlimm sie ist. Hi! Oh mein Gott, Sie haben Schokomacadamianuss. Könnte ich nur ein kleines Stück probieren? Oh, ich bin so schlimm. Greifen Sie zu. Wollen Sie diesmal auch einen Keks kaufen? Oh, ich lasse es mal lieber beim Probieren. Ich bin so schlimm. Also dann, Peter, bist du bereit für den Rollenspielabend? Hier kommt Grimace! Hast du ein paar Hamburger, die ich klauen kann, hä? Lois, der Hamburger stiehlt Hamburger. Grimace ist Ronald McDonalds zurückgebliebener Freund. Ach, komm schon, Peter. Du stehst auf Grimace mit dem Schandmaul, du... Peter, was zum Teufel ist das? Mein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel? Wozu in Gottes Namen brauchst du den? Oh, du musst diese Lamm-Tagine hier probieren. Hier. Oh, das nein, lieber nicht. Komm schon, wird dir schmecken. Nur ein Häppchen. Das war intensiv, was du gerade getan hast. Viele... Das hat sich als Fehler erwiesen. Nein, wir haben diese neue Matratze und Lois will sie nicht versauen. Was für eine Matratze ist es? Ich hoffe, ihr habt euch den Kauf gut überlegt, denn ihr verbringt ein Drittel eures Lebens darauf. Ich schwöre bei Gott, Joe. Die Lösung liegt doch klar auf der Hand. Wenn Lois auf der neuen Matratze nicht mit dir schläft, müssen wir dir die alte wieder besorgen. Oh mein Gott, Quagmire, das ist eine tolle Idee. Die alte Matratze wird sie bestimmt gern versauen. Aber die habt ihr weggeworfen. Die werdet ihr nie wiederfinden. Hey, Neil und Cecilia. Mit euch habe ich hier gar nicht gerechnet. Darf ich vorstellen? Mein Freund Jake. Ich brauche Patronen. Mein Dad lässt mich auf Katzen schießen. Oh, hallo Mac. Neil und ich feiern heute unser zweiwöchiges Jubiläum. Ach, ich weiß es noch wie gestern, als er noch ein Fremder war und mich durchs Badezimmerfenster gefilmt hat. Bild dir nichts drauf ein. Das hat er mit mir vor 3 Jahren gemacht. Und er hat mir die Videobänder geschenkt. Ich sage es nur ungern, aber ich habe dich gewarnt. Was rede ich da? Ich sage sehr gern, dass ich dich gewarnt habe. Boing! Hey, Stewie Griffin, das ist Stewie Griffin. Ist mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Tolles Outfit. Du übertreibst. Nein, wirklich. Dann gibt's eben einen neuen Hund. Viele Familien haben 2 Hunde. Hey, Brian, hättest du Lust, den Nachmittag mit mir zu verbringen? Na klar, das fände ich toll. Super, ich hab ein neues Gewehr. Jetzt geht's los. Und ich dachte, wir gehen tief in den Wald, wo nie eine Menschenseele hin... Natürlich ist sie crackabhängig, aber das kann man nicht einfach sagen. Man muss die Leute intelligent dahin führen, damit sie es selbst herausfinden. Wir müssen den Leuten doch sagen, wie es ist. Wir müssen sie zu uns an Bord holen. Man kann keinen Sieg erringen, wenn die Leute nicht wissen, warum es falsch war, dass sie am Anfang gegen einen waren. Was für ein Weichei-Kommentar. Was haben Sie für ein Problem, Brian? Mein Problem? Mein Problem scheint zu sein, dass ich im Moment mit einem Pelosi-Fan rede. Was? Oh, hallo, Brian. Weißt du noch, wie ich mich beschwert habe, dass Lois und der Fettsack mich nicht mitgenommen haben? Ja. Und dann hast du gesagt, ich hätte es nicht drauf, Lois umzubringen. Also habe ich eine Simulation durchgeführt, was passieren würde, wenn ich Lois umbringen und die Weltherrschaft übernehmen würde. Und wie ist es gelaufen? Nicht gut, Brian. Nicht gut. Ich bin weder reif genug, Lois umzubringen, noch die Weltherrschaft zu übernehmen. Noch nicht. Ich kann das Bühnenbild malen. Darf ich mitspielen, Mom? Ja, du kannst den untersetzten Teenager spielen, der hinter der Bühne bleibt und weint, weil niemand ihn attraktiv findet. Hallo, Leute. Peter, rate mal. Man hat mich zu neu... Ich zuerst. Mr. Weed sagt, wer die beste Idee für das diesjährige Super-Weihnachtsspielzeug hat, bekommt einen saftigen Zuschlag. Hey, Dad, warum erfindest du nicht das Frisbee? Das ist ein Wahnsinnsding. Das ist doch bereits erfunden worden. Das ist eine Katastrophe. Ich darf nicht klein sein. Sonst bin ich ein Außenseiter wie Rudolf, das nicht beschnittene Rentier. Hör zu, Rudolf, es liegt nicht an mir. Es ist Dasher, er hat sich beschwert und er ist der, der es die ganze Nacht vor der Nase hat. Ich weiß nicht, Mrs. Weihnachtsmann hat gesagt, ich kann danach weniger spüren. Na Moment, warum redest du mit meiner Frau darüber? Ich finde es wundervoll, dass du eine junge Dame gefunden hast, die sich auf dein Niveau herablässt. Wann darf ich sie kennenlernen? Nein, nein, vergiss es. Oh, alles klar, verstehe, sie ist eine Ätzkröte. Sie ist nicht ätzend. Oh, darf ich was fragen? Gilt bei ihr der Mondscheintarif? Was soll das schon wieder bedeuten? Soll ich dir erklären, warum bei ihr der Mondscheintarif gilt? Wenn's sein muss. Weil deine neue Braut hässlich wie die Nacht ist. Sie ist hässlich! Sie ist hässlich! H-E-S-S-L-I-C-H wie die Nacht. Sie ist hässlich! Leck mich doch. Oh.
Bachelorette mitmachen wirst. Ja, sagtest du nicht, diese Shows sind dämlich? Sie sind dämlich. Aber bevor ich rausfliege, kriege ich ein paar Tage Essen und Saufen gratis. Ich kann Urlaub brauchen. Oh ja, vor allem, weil du dich hier so unglaublich abrackerst. Wie läuft's denn mit diesem Roman, an dem du arbeitest? Hä? Hast du schon einen großen Stapel Papier da liegen? Hey, Quäckmeier, vielleicht erzählt uns der Komiker ein paar Witze über Boote oder Bootfahren oder Bootbesitzer. Ja, aber vielleicht erzählt er uns auch einen Schwank, was ein echter Idiot ist. Ach, Quäckmeier, du bist das, was die Spanier als El Terrible bezeichnen. Wieso bist du wütend? Ich wusste nicht, dass du Boote machst. Hey, ich hab Seemannsblut in den Adern, seit mein Urgroßvater Huck Griffin auf einem Floß den reißenden Mississippi runtergefahren ist. Grandpa hat mir nur $1 geschenkt? Bedank dich schriftlich, Chris. Das Testament ist noch nicht geschrieben. Wow, $1! Noch 29 Cent und ich kann atemlos durch die Nacht auf iTunes kaufen. Nicht um's anzuhören, sondern um andere damit zu nerven. Niemand bekommt's mit, weil's in der Kaffeetasse ist. Wow, du säufst schon am Morgen? Wer bist du? Na schön, Peter. Das Wichtigste bei einer Diät ist Willenskraft. Ich stelle diese dampfende Pastete zum Abkühlen auf den Fenstersims. Egal in wie viele lockende Finger sich der Dampf auch verwandeln mag und egal wie sehr er versuchen sollte, in deine Nase zu steigen, ich will, dass du dem Drang widerstehst, dich in die Luft zu erheben und auf die Pastete zuzufliegen. Klingt gar nicht so schwer. Gut, stell dich da drüben hin. Hey, hier gibt's keine Truthähne, oder? Wir haben jeden Lebensmittelladen in der Stadt abgeklappert. Nein, wir verkaufen nur kleine Päckchen mit seltsamen Vitamintabletten, die so tun, als würden sie dir in der Kiste helfen. Mehr Kraft und Ausdauer für Männer. Ich weiß, was das bedeutet. Peter, das reicht. Komm ins Bett. Ist das nicht traumhaft? Ich habe gehört, die Serie war anfangs ganz anders konzipiert. Ja, in der ursprünglichen Pilotfolge war ich eigentlich der Star. Und sie hieß Chris Griffin, der Teen-Doktor. Sir, es tut mir leid, ich habe schlimme Neuigkeiten. Es kann nicht schlimmer sein als das, was hier drin steht. Den Joke habe ich improvisiert. Dabei hätte ich gar nicht reden sollen. Aber die haben nicht gewusst, dass ich privat schon seit Jahren Zeitungswitze gemacht habe. Wie läuft eure Freundessuche? Nicht gut, Lois. Freundessuche? Wir suchen einen Ersatz für Cleveland. Das neue Freund-Casting läuft schon seit 3 Tagen. Ihr müsst keinen neuen suchen. Ich verbringe gern Zeit mit euch. Naja, also ich glaube nicht, dass das laufen wird, Brian, wegen dieser Quagmire-Geschichte. Quagmire-Geschichte? Tja, er hasst dich wie die Pest. Quagmire hasst mich? Hasst dich. Das kapiere ich nicht. Was sollte Quagmire gegen mich haben? Er findet, dass du nervst, so wie Leute, die immer nur von ihren Kindern erzählen. Okay, der Plan ist klar für alle. Wir gehen dahin und tragen die Bill Cosby-Masken. Peter, das ist Präsident Obama. Oh, war ich gerade rassistisch? Hallo, kann ich den Herrn weiterhelfen? Hi. Sie sitzen jetzt seit 5 Stunden im Auto vor meinem Haus und probieren Obama-Masken an. Kann ich irgendwas für Sie tun? Wir haben nur einen Einbruch in Ihr Haus vorbereitet. Wie war das? Hey, cooles Shirt. Was? Oh, danke. Ob es schicklich ist, wenn ein Mädchen einen Jungen um ein Date bittet? Natürlich kann man das machen. Es ist traurig und notgeil und ich würde es nie machen, aber du bist nicht ich, oder, Liebes? Nein, bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Warte mal, gib her. Hoffnung lässt die Raupe aus dem Kokon schlüpfen und den Lackstrom aufwärts wandern. Das habe ich geschrieben. Du hast von mir geklaut. Du hast nicht gesagt, ich darf's nicht verwenden. Aber jetzt lernst du wegen meinem Text den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen. Oh, ich wette, du kennst nicht mal seinen Vornamen. Ich weiß nicht. Mike? $100.000 Schaden insgesamt. Alles nur wegen deinem blöden Pferd. Können wir bitte nicht mehr über das Pferd reden? Es ist tot. Es hatte in der Aufregung einen Herzinfarkt und ich habe es vorschriftsmäßig entsorgt. Auch gedacht. Und wisst ihr was? Ich werde das tun, was mir mein Vater in meiner Jugend verboten hat. Ich beginne eine Modelkarriere. Hey, das ist fantastisch, Lois. Dann befriedige ich mich mit deinen Fotos. Ich auch. Ich auch. Oh, oh, oh Gott, Meg, das ist krank. Das ist deine Mutter. Ich wollte nur dazugehören. Raus hier. Verlass sofort dieses Haus. Ich sagte raus. Wie praktisch, dass du Model werden willst. Es sind nur ich und mein treuer Hund. Wir sind ganz klar keine Irren. Siehst du, Brian? Ich hab's gesagt, wir werden ganz bald zu Hause sein. Hallöchen, Freunde! Gebt mir den Truthahn! Was? Ich kann nicht ohne Truthahn bei meiner Frau auftauchen! Ach ja, ich wette, das Ding ist nicht mal geladen. Das eben ist bestimmt ihre letzte Kugel gewesen. Aber jetzt haben sie keine mehr. Brian, gib ihm den Truthahn.
Nun, da sind wir. Unser erster Tag bei Police Academy 4. Willkommen an der Police Academy. Heute lernt ihr eine Durchsuchung sämtlicher Körperöffnungen durchzuführen. Peter, du bist der Polizist und Quagmire, du bist der Verdächtige. Fangt an. Sir, ich verdächtige Sie des Drogenbesitzes und ich werde eine Leibesvisitation einschließlich Ihrer Körperöffnungen bei Ihnen vornehmen. Hosen runter. Peter, du musst deine Hosen nicht ausziehen. Oh. Doktor, was ist passiert? Wird er wieder gesund? Mrs. Griffin, Ihr Gatte hatte einen Schlaganfall. Die linke Seite seines Körpers ist vollständig gelähmt. Oh mein Gott, Peter, Liebling, wie geht es dir? Ich hatte schon bessere Tage, Lois. Bessere Tage. Hey, Lois, du im Bademantel? Ich habe gehört, dass Peter dich immer zwingt, ihn nackt zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich nur dadurch ausgleichen, dass du mich nackt siehst. Wirklich? Ja, wäre doch irgendwie fair. Das hört sich sinnvoll an, ich meine. Gut, dann mach dich bereit. Ja! Du dachtest, du würdest den Penis meiner Frau sehen, aber es war nur meiner. Du Idiot! Das ist das Gegenteil von dem, was ich sagte. Chris, du wirst dann Erfolg haben, wenn du kultiviert und weltgewandt bist wie unser Hund. Also wirst du von jetzt an immer Brian folgen und alles tun, was er tut. Was? Komm schon, Brian, du musst Chris zeigen, wie er besser wird als ich. Du warst auf der Brown-Uni, dein Buch wurde veröffentlicht und du hörst als Erster, wenn Joe aus der Wanne fällt. Das passiert in letzter Zeit öfter. Aber du hast wohl recht. Vielleicht bin ich es, der einen Diamanten aus diesem Stück Kohle formen muss. Du bist gefeuert, Griffin, weil du Firmeneigentum zerstört hast. Erzähl das meiner Zunge. Wenn ich nur wüsste, wie es sich anfühlt, mit ihm zusammen zu sein, nur einmal, dann könnte ich irgendwie damit abschließen. Naja, wenn Kent was mit deinem Bruder anfängt, kannst du dir von Chris alles im Detail beschreiben lassen. Oh mein Gott, das ist es! Was ist was? Wenn ich Kent nicht haben kann, dann ist das das, was am nächsten dran ist. Ich muss Chris dazu bringen, mit ihm zu schlafen. Oh nein, da kommt Mr. Davis mit einem seiner theoretisch nicht illegalen Annäherungsversuche. Was soll der Scheiß, Brian? Ich ertrage das nicht mehr. Meine Nachricht für Brian Griffin. Ich habe meinen Arsch verloren. Hast du ihn gesehen? Lass mich bloß in Ruhe! Stewie, hilf mir. Peter terrorisiert mich mit seiner Nacktheit. Du weißt, wie der Fettsack funktioniert. Er hört erst auf, wenn man ihn aufhält. Du kannst dem nur ein Ende machen, wenn du ihn mit seinen eigenen Waffen schlägst. Du musst dich ausziehen. Mac, du bist wunderschön im Inneren, aber du solltest deine Grenzen trotzdem kennen. Was meinst du? Man sagt, greif nach den Sternen, aber wenn wir das alle täten, wäre niemand mehr hier auf der Erde. Wahrscheinlich nicht. Haha, na siehst du? Chris, ich habe zugesehen, wie du von einem kleinen Kind zu einem jungen Mann gereift bist. Auch wenn das Leben manchmal schwer ist, vergiss niemals, nach den Sternen zu greifen. Hasen haben wir auch, aber wir werden vorn ein Schild aufstellen, auf dem steht Parkplatz nur für Steelers-Fans. Und manchmal tun wir so, als ob wir sauer auf unsere Gäste sind. Wenn sie New York Jets-Fans sind, sagen wir, oh, hoffentlich werdet ihr nicht abgeschleppt. Aber selbstverständlich lassen wir sie dann nicht abschleppen. Hör zu, es tut mir leid, dass Quagmire weggezogen ist. Aber du kannst nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und dich besaufen. Ist nur deine Schuld, dass Quagmire sich in dich verliebt hat. Du mit deiner scharfen beigen Hose und deiner türkisen Bluse und deiner samtigen Stimme. Meine Schuld! Ja, es ist alles im Arsch. Ich habe meinen besten Freund verloren, meine Kumpels streiten sich und diese Braut in der Arbeit erzählt nur noch Lügen. Es tut mir leid, dass ich heute alles versaut habe. Ist schon gut. Ich habe mich auch wie ein Arsch aufgeführt. Ich wollte dich nicht anschreien. Ach, ich hab's verdient. Ich meine im Ernst, ich habe dein Auto in einem See versenkt. Und ich habe dem Kerl gerade das Genick gebrochen. Schneiden wir ihm die Beine ab, tunken ihn in braune Farbe und wir haben einen Truthahn. Nein, wir sind schon so weit. Machen wir's richtig. Mac, du bist das schönste Mädchen, das ich je kennenlernen werde. Du hast mir so viele wundersame Dinge gezeigt, die mir die Welt außerhalb meines Dorfes eröffnet haben. Aber hierher gehöre ich nun mal. Tut mir leid, wenn ich dich damit verletze. Ich liebe dich, Ellie. Ich werde dich immer lieben. Wenn es das ist, was du tun musst, dann kann ich nur sagen, dass ich dich nie vergessen werde. Hi, Peter. Hi, Scott. Stell dir vor, ich habe ein Willkommensgeschenk für dich. Ta, ta, ta. Weißt du noch, wie du mir erzählt hast, dass deine größte Fantasie ein flotter Elfer ist? Oh mein Gott, ja, ich weiß, aber das hast du nicht getan. Und ob ich das hab? Juhu, Jungs. Hallo? Sekunde, ich frage. Da möchte jemand einen Sack Münzen sprechen. Au! Da! Den
wenigstens war er allein. Die kommen sonst immer zu dritt. Au! Verdammt! Glauben Sie, ich werde jemals wieder... Au! Weg, mein Schatz, was ist denn los? Mein Leben ist total ruiniert. Ich wurde heute zutiefst gedemütigt in der Schule. Wir würden gern einen kleinen informellen Überblick gewinnen, Kinder. Diejenigen von euch, die in den Frühlingsferien verreisen, sollen bitte auf die linke Seite rübertreten. Los que hasen Frühlingsferien, passen a la izquierda, por favor.